Guten Tag. Mein Name ist Mandel. Doris Mandel. Ich hätte gerne Herrn Braun gesprochen. Herr Dr. Braun ist leider beschäftigt. Sie hätten mit mir einen Termin machen sollen, Frau Dr. Mandel. Ja, ich weiß, aber eine Patientin von mir, Frau Wild, hat mir Herrn Braun empfohlen und ich war gerade in der Gegend und da dachte ich, wann hätten Sie denn einen Termin für mich? Ja, diese Woche ist sehr schlecht. Worum geht es denn? Es handelt sich um eine Strafsache. Ich habe eine Straftat begangen. Aber ich hätte die Angelegenheit lieber mit Herrn Braun selbst besprochen. Da waren ja schon wieder keine Handtücher. Das ist Frau Dr. Mandel. Ich will gerade einen Termin für Sie machen. Guten Tag. Herr Braun? Ja. Ach, ja, wieso den Termin? Sie ist doch hier. Ja, Sie haben um 17:30 einen Termin bei der Galaxie. Das verschieben wir auf morgen. Bitte, kommen Sie rein. Dankeschön. Da geht's lang. Wenn Sie da bitte Platz nehmen wollen. Kleinen Moment. So. Worum geht es denn? Um Körperverletzung. Wer hat Sie denn verletzt? Niemand. Wie? Ich habe eine Frau geschlagen. Eine Frau Margot Schneider. Das heißt, eigentlich habe ich sie gar nicht geschlagen. Und das ist es, was wir dem Gericht klar machen müssen. Sie bestreiten also die Tat? Nein, so einfach ist es eben nicht. Ich glaube, ich muss etwas weiter ausholen, damit Sie das verstehen. Ich bin Psychoanalytikerin. Und wir sind gewohnt, die Dinge ein bisschen tiefer zu sehen. Entschuldigung, das sollte nicht arrogant klingen. Also, ich habe diese Frau geschlagen. Kräftig. Was man allgemein eine Ohrfeige nennt. Das heißt, eigentlich zwei. Eine rechts und eine links. Und gleichzeitig habe ich sie nicht geschlagen. Das heißt, ich meinte nicht sie, sondern eine andere Person. Wir nennen das eine Übersprungshandlung, verstehen Sie? Ja, ja. Ich meine, nicht ganz. Ja, ich glaube, dann muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Ich bin nicht eifersüchtig, aber das haben Sie ja wohl verstanden. Ja. Das wäre ja auch lächerlich, 3 Jahre nach der Scheidung. Es handelt sich um das unglückselige Zusammentreffen dreier verdrängter Schlüsselerlebnisse. Erstens die Ähnlichkeit Margot Schneiders mit meiner Mutter und zweitens ihr Lachen. Das heißt, dieses stoßweise, kichernde, alberne Gackern und seine Übertragungsbedeutung. Und drittens, dass sie einen Turban trug, der mich an ein um den Kopf gewickeltes Badehandtuch erinnert hat. Und welche Bedeutung dieses um den Kopf gewickelte Badehandtuch für meine Kindheit hatte, das habe ich Ihnen ja erzählt. Ja. Schrecklich. Entschuldigen Sie. Braun. Oh, hallo, mein Schatz. Arbeitest du noch? Ja, ich habe noch eine Patientin hier. Ich meine, eine Mandantin. Eine Frau? Ja, eine Frau. Stell dir vor, auch Frauen brauchen manchmal juristischen Beistand. Dann wird sicher spät. Es kommt drauf an, was du unter spät verstehst. Ich meine ja bloß, weil heute um 21:30 ein Film kommt, den du sehen solltest. Er handelt davon wie ein Mann, also nein, wie eine Frau. Ach, Schatz, bitte, erklär mir das später, nicht? Ich bin noch mitten in der Besprechung. Also. Tschüss. Entschuldigen Sie bitte.
So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Dass ich nicht eifersüchtig bin, im Gegenteil. Ja, ja, ja. Aber ich habe Sie jetzt lange genug aufgehalten. Aber gar nicht, nein. Ich finde Ihre Darlegung, ich meine, Ihre psychologischen Ausführungen, ich wusste ja gar nicht, was ich alles nicht weiß. Ich meine, diese, dass wir alles in unserem Unterbewusstsein mit uns herumschleppen, diese Übertragungsreaktionen. Also ich finde, das ist eine faszinierende Angelegenheit. Ich muss jetzt wirklich gehen. Ihre Frau erwartet Sie sicher schon. Meine Frau? Ach so, nein, das war meine Tochter. Auf mich wartet keine Frau. Entschuldigung, aber Sie schienen mir ein bisschen eifersüchtig. Eifersüchtig? Oder bilde ich mir das nur ein, weil wir die ganze Zeit über Eifersucht geredet haben? Ach, wieso? Sie sitzt allein zu Hause und wartet auf mich und fragt, wann ich nun endlich nach Hause komme. Das ist doch ganz natürlich für ein Kind. Ja, das ist natürlich. Aber ist es auch natürlich, dass es fragt, ob die Patientin oder die Mandantin männlichen oder weiblichen Geschlechtes ist? Oh, das ist doch nur Neugierde. Nein, ich möchte schon wissen, was Sie dazu zu sagen haben. Möchten Sie das wirklich wissen? Ja. Also gut, dann werde ich es Ihnen erklären. Ein Kind im pränatalen Zustand befindet sich... Die Frau war eine Hexe. Also keine böse Hexe, aber eben kein Mensch. Ich meine, sie sah aus wie ein Mensch, eben wie eine Frau. Aber sie konnte zaubern. Der Mann verliebt sich in sie und sie sich auch in ihn. Und jetzt will sie aber nicht, dass er herauskriegt, dass sie eine Hexe ist. Aha. Also eine Zauberin. Und jetzt kommt er aber in Schwierigkeiten. Und zum Beispiel wie spät war das eigentlich gestern Abend? Ja? Wie spät es war, als du nach Hause gekommen bist? Ach so, ne, gegen 23:30. Stimmt nicht. Ich bin erst um 12 ins Bett. Wieso? Du hast mir doch versprochen. Na, ich wäre ja auch um 23:30 ins Bett gegangen. Und wenn du da gewesen wärst. Das ist ja Erpressung. War das ein schwieriger Fall, über den ihr so lange geredet habt? Ja, ziemlich. Mord? Unsinn. Was denn dann? Wir haben hauptsächlich über einen Fall gesprochen, der Angie heißt. Mit einer Mandantin? Ja. Sie ist Psychiaterin oder Psychoanalytikerin. Sie hat mich da auf ein paar Zusammenhänge aufmerksam gemacht. Was zum Beispiel? Ja. Ach, das verstehst du noch nicht. Also, so viel verstehe ich jedenfalls, dass das die verklemmteste Antwort ist, die man einem Kind geben kann. Das verstehst du nicht. Ein Kind versteht alles. Der Erwachsene muss sich bloß die Mühe geben, es ihm richtig zu erklären. Ja, der Erwachsene muss jetzt ins Büro. Und das Kind muss in die Schule. Komm, los, komm. Sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich ausgerechnet auf mich gekommen? Ich meine... Es gibt da viele Rechtsanwälte in München. Viel zu viele für meinen Geschmack. Zufall. Zufall und Notwendigkeit. Sie kennen doch das Buch. Meine Sekretärin sagte, eine Patientin von Ihnen hätte mich empfohlen. Das war ein Vorwand. Und sagen Sie mal, wie sind Sie nur auf mich gekommen? Ein Zufall. Ich ging die Straße entlang. Als mir plötzlich meine Strafsache in den Sinn kam, die Anklageschrift. Dann formulierte ich meine Verteidigung, die Argumente. Und dann sah ich plötzlich ein blitzblankes Messingschild. Dr. Rainer Braun, Rechtsanwalt. Dann bin ich ins Haus gegangen, wie ein Kind, das Schutz sucht.
Kind bin ich. Sag mal, wo kommst du denn her? Tag. Babsi hat mir gesagt, dass du jetzt immer hier bist. Und da wollte ich auch mal wieder was Vernünftiges essen. Wieso hat Franziska nicht gekocht? Na ja, schon, aber mit dir schmeckt mir es besser. Zuerst Spaghetti Carbonara, dann Leber und dann großes Eisenfrüchten und Schlagsahne und Helimo. Carbonara und Leber? Ja, also, mit Früchten und Schlagsahne. Das ist Angie, habe ich Ihnen ja von erzählt. Angie, das ist Frau Dr. Mandel, Doris Mandel. Ich weiß, sie ist Psychoanalytikerin. Ja. Ein paar aus meiner Klasse sind schon in therapeutischer Behandlung. Können Sie mal sehen, Schulstress. Sie lernen da, dass wenn man dumm oder faul ist oder so, dass man da gar nicht selber dran schuld ist, sondern die Eltern. Unärgerlich. Das finde ich prima. Ich habe übrigens eine 5 in Mathe. Und jetzt möchtest du also, dass ich dem Vater erkläre, dass er schuld ist, hm? Das war es auch so. Ich hab doch keinen Hunger. Ich sag ihm keiner Bescheid. Ach ja, heute Nacht schlafe ich bei Michi. Ja, sag mal, möchtest du denn nicht wenigstens fragen, ob du bei Michaela schlafen darfst? Darf ich heute Nacht bitte bei Michaela schlafen? Meinetwegen. Danke. Wusste ich doch, dass es euch in Kram passt. Auf Wiedersehen, Frau Doktor. Wiedersehen. Tschüss, Papa. Das war ja ein klassischer Auftritt. Wie meinen Sie das? Wie aus dem Lehrbuch. Erstens, Rollenanspruch. Das Kind bin ich. Zweitens, Nahrungsforderung. Ich muss gefüttert werden. Drittens, Androhung der Nahrungsverweigerung bei Zuwendungsmangel. Viertens, Androhung des Liebesentzugs durch Verlassen. Außer Haus schlafen. Aufnahme einer neuen Liebesbeziehung. Michi. Fünftens, Vollzug der angedrohten Nahrungsverweigerung. Ich werde das in meinem nächsten Vortrag verwenden. Tja, aber was machen wir denn jetzt? Wieso? Das ist doch beängstigend. Gar nicht. Das Kind ist in Ordnung. Ihm fehlt bloß eine Person, die es ermorden kann. Was? Ich meine im übertragenen Sinne. Aber das kriegen wir schon hin. Wir müssen was tun, Babsi. Ich weiß. Die beiden telefonieren den halben Tag miteinander. Die Mittagspausen werden immer länger und hier häuft sich die Arbeit. Da. Alles unerledigt. Was ist denn das für eine Strafsache? Weshalb ist die bei Papi? Körperverletzung. Da kriegt sie nicht viel für, oder? Hm. Geldstrafe. Was hat sie denn genau gemacht? Gewatscht. Eine Frau gewatscht, die mit ihrem geschiedenen Mann auf einer Party war. Warum denn das? Na, Eifersucht, ist doch klar. Du solltest mal hören, wie die mich am Telefon behandelt. Herrn Braun, wenn sie so lieb wäre. Die blöde Kuh. Eifersüchtig. Ja. Steht das in dem... in der Akte? Warte mal. Ah ja, da. Margot Schneider, die Begleiterin des geschiedenen Mannes der Angeklagten, hatte mit derselben weder gesprochen, noch sie auf irgendeine Weise provoziert. Des ungeachtet. Kanzlei Braun? Aber Sie haben um 4 einen Termin bei Glöckner und dann sind da... Ja. Er kommt heute nicht mehr. Desungeachtet ging die Angeklagte plötzlich auf Frau Schneider zu und schlug sie mit der flachen Hand zweimal ins Gesicht. Einmal mit der Handfläche, einmal mit dem Handrücken.
denn? Ach komm, mein liebes Glück. Was ist denn das? Na, dann Feuerzeug. Damenfeuerzeug? Na ja, ich schenke es dir, komm. Weißt du vielleicht, wem das gehört? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's. Angie. Ach, Angie raucht nicht. Nein, ich glaube, sie hat es hierher gelegt, um mich eifersüchtig zu machen. Aber ich bin nicht eifersüchtig. Bitte sei so lieb und ruf sie rein, ja? Und bitte ruf sie rein. Also, gut. Angie! Angie! Komm mal. Du, wir haben hier was gefunden. Ein Feuerzeug. Wo? Hier auf der Couch. Ein Damenfeuerzeug. Weißt du vielleicht, wem das gehört? Nee. Na, siehst du doch wenigstens mal an. Warum? Na, weil ich schon denke, dass du weißt, wem das gehört. Glaube ich aber nicht. Also, wenn du dir so sicher bist, dass du das nicht weißt, dann kann ich es ja behalten. Es ist sehr hübsch. Aber für den Fall, dass diejenige sich melden sollte, die es vermisst, dann kommst du zu mir und sagst mir Bescheid, okay? Vielleicht gehört es ja einer Freundin von Papi. Ja, aber das glaube ich nicht. Papi hat doch gar keine Freundin mehr, seit wir uns kennen, oder? Wenn Sie sich da so sicher sind. Ich muss noch Hausaufgaben machen. Bist du sicher, dass Angie das absichtlich dahingelegt hat? Eigentlich schon. Wer sollte es denn sonst hier verloren haben? Das weiß ich doch nicht. Es könnte doch... Du traust mir überhaupt nichts zu. Ich bin nicht eifersüchtig. Hab von mir aus so viele Freundinnen, wie du willst. Ich bin nicht eifersüchtig. Wirklich? Was macht ihr denn jetzt in Mathe? Kokosnüsse. Was? Kokosnüsse. Was über Kokosnüsse? Pflücken. Kokosnüsse pflücken. In Mathematik? Ja. Und 4 Pflücker pflücken 120 Kokosnüsse in 3 Tagen. Wie viele Kokosnüsse pflücken 10 Pflücker in 7 Tagen? Na und kannst du das denn? Nee, du. Das ist doch ganz einfach. Also du nimmst die Anzahl der Kokosnüsse und teilst sie durch die Anzahl der Tage. Durch die Pflücker. Na, natürlich beides. Und was du zuerst machst, ist egal. Also, hast du verstanden? Nee, keine Spur. Aber mach dir nichts draus. Die Zimmermann kann es auch nicht besser erklären. Na, jedenfalls drücke ich dir die Daumen für die Mathearbeit. Was ist denn mit dir los? Tschüss. Tschüss. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Herr Wenzel hat dieses Wort zwar gesagt, er leugnet es nicht, er bestreitet aber, dass er Sie damit gemeint habe. Aber er hat mich dabei angesehen. Ins Gesicht hat es mir gesagt. Es ist so heiß. Entschuldigen Sie, haben Sie was dagegen, wenn ich meine Jacke ausziehe? Bitte. Ja, das ist ja der heikle Punkt, nicht? Herr Wenzel sagt, er habe mit seinem Freund Herrn Pauk geredet und er habe diesen bewussten Ausdruck über eine Person gebraucht, die nicht Sie sind. Er habe gesagt, und ja, wir wissen ja, was er gesagt hat. Nun ist der Gebrauch dieses Wortes, zumal in einem Gespräch unter Männern, durchaus nicht strafbar. Aber ich habe dieses Wort gehört. Ja, aber das ist auch... Ich verstehe, unter Männern. Ich nehme an, Sie finden dieses Wort auch nicht anstößig. Ach, liebe Frau Stein... Stock! Ich bin nicht Ihre liebe Frau Stein, Stock!
Und ich glaube, eine Rechtsanwältin wird meine Sache besser verstehen und mich besser vertreten als Sie. Guten Tag. Oh, hallo Schatz. Hallo. Entschuldige, aber gerade wollte ich los, da kommt noch ein Anruf. Ich bin ja auch gerade erst gekommen. Wie war dein Vormittag? Hm? Ach, wie immer. Nein. Eine Mandantin hat mir ihr Vertrauen entzogen, weil ich das Wort blöde alt... Weil ich das nicht anstößig fand, meint sie. Ich finde es nicht komisch. Doch. Das Gespräch scheint ja einen etwas merkwürdigen Verlauf genommen zu haben. Ist was? Nein. Sie meinte, dieses schreckliche Wort müsste mindestens mit Gefängnis nicht unter 3 Jahren bestraft werden. Ja, gleich. Geben Sie mir erstmal ein Wasser und einen Magenbitter. Sag mal, hast du Angie heute Morgen, bevor du ins Büro gefahren bist, zur Schule gebracht? Ja. Und sie hat dir zum Abschied einen dicken Kuss gegeben? Ja. Auf den Hals. Ja, aber woher? Dann geh mal runter und sieh dich im Spiegel an. Was in der Schule? Wie war die Mathearbeit? Ja, ganz gut. Ich glaube jedenfalls keine 5. 4 minus vielleicht. Hm? Wie war es bei dir? Ach, wie immer. Das heißt, nein, ich hatte einen Lippenstiftfleck im Hemd. Doris hat es beim Mittagessen gemerkt. Sie hat mir ein neues Hemd geschenkt. Wie findest du das? Etwas affig, finde ich. Findest du? Also mir gefällt es mal was anderes. Naja. Wie kam denn der Lippenstift an dein Hemd? Ja, keine Ahnung. Zuerst dachte ich, du wärst es gewesen. Beim Abschiedskuss im Auto. Aber ist natürlich Blödsinn. Du schminkst dich ja nicht. Tja. Keine Ahnung, wie der Lippenstift ans Hemd gekommen ist. Vielleicht hat mich eine Muse geküsst. Oder eine Pampelmuse. Ich tue es in die Wäsche. Und dann gehe ich rüber zu Michi. Ich hab's vergessen.
Dann geh rauf und hol's. Das geht jetzt nicht. Warum nicht? Das verstehst du nicht. Angie, sag die Wahrheit, du hast's verloren. Nein, Ehrenwort. Na, dann hol's. Morgen. Angie, pass mal auf, ich hänge an dem Feuerzeug. Das hat mir jemand gesch... Na, jedenfalls, morgen ist es hier oder du kriegst Ärger. Klar? Dann mach nicht so viel Scheiß hier. Was ist mit der los? Ich denke, wir haben ein Haus im Grün. Ja, ja. Mit vier Blumen. Und im Winter Schneeschippen. Und einem kleinen Hund. Ja, den man immer ausführen muss. Wir gehen doch gern spazieren. Ja, ich auch. Aber nicht, wenn ich muss. Aber Angie wird begeistert sein. Du kannst sie selber fragen, da kommt sie. Hallo, Angie. Hallo. 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 Störe ich? Nein. Habt ihr ein bisschen Zeit? Mhm. Um drei muss ich in der Praxis sein. Ich wollte mich entschuldigen. Das mit dem Feuerzeug war wirklich blöd. Und der Lippenstift auch. Kindisch. Richtig infantil. Es tut mir leid. Geschenkt, bitte. Ich meine, ich sollte mal langsam erwachsen werden. Immerhin bin ich ja schon 13 und da fängt man ja an, eine erwachsene Frau zu werden. Und wie? Und unter vernünftigen Leuten, da sollte man doch auch immer alles festlegen, oder? Was möchtest du denn festlegen? Ich habe da was aufgeschrieben. Nur mal so als Entwurf, weil ich habe mir gedacht, wenn die Doris dann demnächst bei uns einzieht, dass wir das alles so machen, wie ich das da aufgeschrieben habe. Da. Ich muss jetzt wieder. Michi wartet. Die hat mir übrigens dabei geholfen, weil die besser weiß, wie das mit so vielen Frauen ist. Ich meine, weil die eine Mutter und eine Schwester. Tschüss. 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 Wiedersehen. Vertrag. Zwischen Frau Dr. Doris Mandl und Angelika Braun, genannt Angie. Unterstrichen. Erstens Hausaufgaben. Ich werde nicht kontrolliert, ob ich meine Hausaufgabe mache oder nicht, oder wann ich sie mache, oder mit wem, oder bei wem. Zweitens, Klamotten, durchgestrichen, Bekleidung. Ich darf mich anziehen, wie ich will, Jeans oder Kleid, zu warm oder zu kalt, wenn ich neue Klamotten, Kleider kriege, bestimmt Papi, wie viel Geld ich ausgeben darf, alles andere ist meine Sache. 2a, Pflege, ich muss meine Klamotten diesmal nicht durchgestrichen, nicht aufräumen, darf sie zwar nicht in der Wohnung herumliegen lassen, aber ob sie in meinem Zimmer herumliegen, ist egal. Und drittens Zimmer. Mein Zimmer ist mein Zimmer. Ich kann da machen, was ich will. Außer zu laut sein, dass es euch stört. In Klammern Platten. Viertens Ferien. Wo wir hinfahren, wird abgestimmt. Jeder hat eine Stimme, wenn zwei, zum Beispiel Papi und ich, etwas wollen, ist der dritte überstimmt. Das muss dann gemacht werden. Fünftens Fernsehen. Wenn ich alleine bin, darf ich so viel Fernsehen, wie ich will. Wenn andere auch Fernsehen wollen, zum Beispiel was anderes als ich, hat jeder einmal also abwechselnd recht. Sechstens Wochenende, siebtens Taschengeld, achtens Freunde, neuntens Küche. Und es geht bis 15 Körperpflege. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ich meine, wie sie das aufgebaut hat. Von ein paar Formulierungen abgesehen, nicht? Also hier zum Beispiel... Außer zu laut sein, dass es euch stört. Aber das Ganze hat schon... Herr Rechtsanwalt ist stolz darauf, dass seine Tochter einen Vertrag entwerfen kann. Ja, ja. Während die Psychologin feststellt, dass dieser Vertrag kein Vertrag, sondern ein Diktat ist. Gott. Du darfst das nicht so eng sehen. Es ist doch üblich, dass die eine Seite ihre Vorstellungen darlegt und die andere Seite dann darauf reagiert. Ich meine... Man muss das nicht alles akzeptieren. Du meinst, es ist üblich, dass Kinder mit Eltern Verträge abschließen? Ja. Ja, normalerweise bestehen zwischen Kindern und Eltern Verträge. Ja, keine schriftlichen, sondern gewachsene. Wir nennen das Gewohnheitsrecht oder natürliches Recht. So hat zum Beispiel ein Kind das Recht, von den Eltern behaust, bekleidet und ernährt zu werden. Und wenn dieses Recht nicht gewährleistet wird, wird... Müssen wir auf unserem Standpunkt bestehen? Das ist nicht gut. Standpunkt bestehen ist nicht gut. Also müssen wir nochmals unterstreichen? Das ist auch nicht gut. Kanzlei Braun? Frau Dr. Mandl. Oh, hallo. Hallo, Schatz. Ja, das ist eine gute Idee. Nein, du störst überhaupt nicht. Nein. Wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu... Ja, ja.
Ja. Ja. Ja, also damit dann. Nicht? Ja? Gut. 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 Ciao. 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 Dann leg doch auf. Bitte. Bitte was? Was ist das? Sie können doch lesen. Hiermit kündige ich fristlos Barbara Wohlgemüter. Babsi, was ist denn los? Was haben Sie? Sie weinen ja. Hören Sie auf zu weinen. Ich schufte mich ab für Sie und Sie... Sie posieren. Ich mache Termine, die der Herr Doktor nicht einhält. Ich schreibe Briefe, die der Herr Doktor keine Zeit hat zu unterzeichnen. Ich... Alles unerledigt und das auch. Ich komme mir vor wie eine Schlampe. Nein, nein, Sie sind keine Schlampe, Babsi. Babsi, Sie sind die beste Sekretärin, die ordentlichste, die zuverlässigste, die es gibt. Ich schäme mich so. Ich möchte stolz sein auf mein Büro, auf die Kanzlei und auf Sie. Und dann, ich kann so nicht mehr weiterarbeiten. Aber Babsi, lassen Sie uns in Ruhe über alles reden. Kommen Sie, wir gehen in mein Büro und reden ganz in Ruhe über alles. Bitte, Babsi. Also, ich gebe zu, dass das Büro in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber es gibt eben Zeiten im Leben eines Mannes, nein, ich meine, jedes Menschen, wo andere Dinge eben wichtiger sind als die Arbeit. Emotionale Dinge. Es geht Ihnen doch auch so, nicht? Nein. Also, ich verspreche Ihnen, dass wir morgen alles das nachholen, was bis jetzt liegen geblieben ist. Hm? Und dass wir so viel Zeit haben werden, wie Sie... Was ist denn jetzt wieder? Ich habe immer Zeit, wenn du Zeit hast. Ich hab's doch gehört. Sie braucht doch bloß anzurufen und sie springen. Also, Babsi, jetzt werden Sie wirklich kindisch. Sowas sagt man doch, wenn man verliebt ist. Also, das heißt doch nicht, dass wir nicht mehr ordentlich zusammenarbeiten können. Darf ich abhängen? Was waren Sie? Wenn sie anruft, sagen, dass sie keine Zeit haben, dass wir zurückrufen. Ja. Wenn wir mitten in der Arbeit sind, natürlich. Aber das sind wir ja fast nie mehr. Nur hören Sie doch auf. Bitte, bitte hören Sie auf, Babsi. Sie dürfen alles, was Sie wollen. Guten Abend. Probleme? Das kann man wohl sagen. Babsi hat gekündigt. Weil du keine Zeit mehr für sie hast. Ja, stimmt. Hier, auf der Couch. Bitte, sei nicht albern. Zur Dämmerstunde. Beim Gläschen Sekt. Ja, ich bitte dich, Doris. Weißt du, was ich glaube? Nein. Ja. Nein. Dass du sehr feige bist. Wieso? Du baust einen Ring von eifersüchtigen Frauen um dich herum, hinter dem du dich verschanzt. Du weißt ja nicht, was du redest. Angie und Babsi. Du posierst mit Frauen herum, beutest sie aus. Und wenn es dann ernst wird, wenn es zur Bindung kommt, dann sorgst du dafür, dass Angie und Babsi und Angie eignet sich besonders gut dafür, diese Bindung zerstört. Und drei Dinge hast du damit erreicht. Erstens die Ausbeutung,
zweitens die Freiheit und drittens kein schlechtes Gewissen. Aber das ist doch Unsinn, Doris. Hast du Angie je dafür bestraft, dass sie deine zahllosen Liebschaften abserviert hat? Wie bestraft? Wofür hältst du mich? Oder hast du sie nicht vielmehr dafür belohnt? Das nun auch gerade nicht. Aber warst du nicht anschließend besonders oft mit ihr zusammen, einfach deshalb, weil die andere nicht mehr da war? Na also, du hast sie belohnt. Mir nicht. Jetzt will ich mal den Psychologen spielen. Ich will dir mal was sagen. Du bist eifersüchtig. Das ist nicht wahr! Alter, nichts. Du bist eifersüchtig. Das weißt du genau. Du kämpfst dagegen an, ja. Aber es gelingt dir nicht besonders. Zumindest nicht heute. Du hast recht. Verzeih mir bitte. Ach, so kann man eben seine Probleme nicht lösen. Wir haben eben alle eine Macke. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir gehen nicht zu diesem blöden Empfang, sondern wir beide, ganz allein, gehen essen. Ins Epikur. Ich liebe dich. Mama, von Matheaufgaben sind großer Mist. Bitte, ich muss schnell komm weg. Doch rein. Eine wichtige Verabredung. Nur so kann ich da nicht hingehen. Und bei mir kann ich nicht baden. Warum nicht? Weil ich die Farbe in der Badewanne angerührt habe. Du kannst ja bei uns baden. Genau das wollte ich. Bist du allein? Mhm. Okay, dann hole ich nur schnell ein Handtuch. Na, was macht denn dein Vater so? Den sieht man ja kaum noch. Ne neue. Aha. Und wie lange gibst du ihr noch? Die hat's geschafft. Die bleibt uns. Aber ich hab mich abgesichert. Was? Wir haben einen Vertrag. Einen Vertrag? Worüber? Über alles. Ich hab nichts vergessen. Michi hat mir dabei. Das musst du mir mal genauer erzählen. Aber jetzt muss ich mich beeilen. Bitte? Angie! Angie! Hallo. Hallo. Ist Doris schon da? Sie hat angerufen. Sie kommt gleich. Oh, dann muss ich mich beeilen. Ich will nämlich unbedingt noch in die Badewanne. Soll ich dir Wasser einlassen? Nein, nein, ich dusche nur.
Warten. Wollen Sie was trinken? Ein Campari oder ein Sherry? Ein Campari, bitte. Du bist ja eine richtige Dame des Hauses. Was ist denn das? Nichts? Na, die neue scheint dir ja gut zu bekommen. Bist schlanker geworden. Danke. Doris. Jetzt? Doris, bist du verrückt geworden? Ich bin verrückt. Du bist verrückt mit deinen tausend Weibergeschichten. Entschuldigung. Doris, bitte, lass dir doch erklären. Ich habe nichts zu erklären. Ich habe schon alles verstanden. Ich habe alles verstanden. Nehmen Sie den Turban ab. Nehmen Sie sofort den Turban ab. Doris. Warum wirft ihr denn gleich das Handtuch? Well, there's no-